Hallihallo und herzlich willkommen hier beim UEFA Champions League Finale zwischen Real Madrid und Atletico Madrid. Mein Name ist Hansi Küpper. Meiner Hargo Gagemann, Magemann, meine ich natürlich. AKA der beste Fußballexperte der Welt. Genau. Gibt es so. Kicker authentisch Interviews? Das stimmt. Ja, liebe Leute, wir hatten ja jetzt eventuell das ein oder andere, die ein oder andere Pause. Ja, gut über eine Woche ungefähr. Gut eine Woche genau. Hatten wir jetzt Pause. Es lag daran, könnt ihr mal unsere Facebook-Seite checken, wenn ihr wissen wollt, genau. Woran es lag. Wenn sich jetzt irgendjemand beschwert und sagt, oh, ihr hättet auch mal sagen können, dass ihr eine Woche lang keine Videos hochladet. Tja, gibt es eine Seite, nennt sich Facebook. Da kann man auch mal draufklicken. Es gibt auch sowas wie eine Beschreibung, wo sowas drin steht. Ja, und da könnte man das eventuell mal checken. Und dann hättet ihr das nämlich gewusst. Aber das ist ja jetzt eh vorbei, ihr habt ja mittlerweile schon ein paar Spiele gesehen. Genau. Glaube ich zumindest. Stimmt. Vor einer Woche ungefähr. Haben wir die Ansage wahrscheinlich schon mal gemacht. Ja, vor einer Woche und einem Tag ungefähr. Werdet ihr schon gehört haben, was da genau vorgefallen ist. Hier die Aufstellung. Aber jetzt geht's erstmal los mit der Champions League. Im Finale 2015-16 im Giuseppe Meazza Stadion in Milano. Sehr spannend übrigens. Muss man mal sagen, finde ich gut. Sind wenigstens keine scheiß Kaufvereine im Champions League Finale. die ganzen guten Spieler kaufen nur deswegen gut sind. Richtig. Sieht man ja an solchen Mannschaften wie Chelsea, London. Waren die dies überhaupt? Champions League. Ich habe schon lange kein PS mehr gespielt. Ich auch nicht. Oh! So, lauf jetzt hier. Oh, oh. So, so muss das losgehen im Champions League Finale. Direkt Koke. Herr Koke mit der Nummer 6 ins Tor, am Tor wieder vorbei. Ja, so schnell geht's. Das war ein guter Lauf, muss man mal sagen. Okay. Ordentlich schön herausgespielt. Boah, der steht aber auch. Er steht freier als mal freistehen darf. Frei in der Schweizer, im Schweizer Sturm. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch spielt. Frei? Ja. Stimmt. Hallo? Ich möchte bitte Spieler haben. Eigentlich war Benzema schon fast durch. Aber. Oh nee, nicht dem. Naja. Man muss ja wirklich sagen, ich verstehe ja die Leute immer noch nicht, die sich aufregen, dass nur wegen Geld Mannschaften gut wären. Wenn man sich dann der Champions League aufregt, ist man ein bisschen falsch. Wahrscheinlich sitzt, hat er gerade sein Ticket in Champions League für 250 Euro gekauft und regt auf. Warum? Oh, ey. Und da ist das zweite Tor von Koke. Sehr schlecht ab, ja. Ist ja auch Real Madrid. Das stimmt allerdings. Hast du ja auch kein Kassier, also Tor. Ja, dort kann der auch nichts machen, aber die Abwehr ist einfach schlecht. Der Koke als Mittelfeldspieler, der ist auch immer freier als immer noch der Schweizer Stürmer frei oder Mittelfeldspieler, keine Ahnung, wo der spielt. Ja, aber wie gesagt, man muss ja mal sehen, wie man sieht, nur englische Mannschaften, weil die ja so viel Fernsehgelder haben im Champions League Finale. Richtig. In der Königsklasse muss man ja dazu schon sagen. Damit man auch erstmal weiß, was das hier eigentlich für Relationen sind. Oder ne? Kommt denn jemand an bei der RB Leipzig Aufstiegsparty mit dem Union Berlin T-Shirt? Und denkt sich angeblich, eigentlich will ich hier mal aufmerksam machen mit das die ganzen. Ich habe doch gar nicht hingepasst. Dass die ganzen lächerlich anderen Vereine auch mal Geld kriegen müssen, damit die auch mal so gut sind
und im Champions League Finale spielen können wie die ganze englische Liga. Richtig. Oh nein. Ey. Ja, Gabi. Ja. Ach, Gabi, Mensch. Gabi ist schon eine ganz schöne Lusche. Ey. Was wohl als nächstes kommt, das ist nämlich die Frage. Oh. Naja, wir haben ja festgestellt, er schreibt ja sehr viele Kommentare immer. Ihr könnt ja mal, falls ihr das wollt und da Lust zu habt, wie findet ihr das denn eigentlich? Das Real gegen Real im Finale steht in der Champions Madrid gegen Madrid so rum. Im Champions League Finale steht. Findet ihr das auch so, dass die viel zu viel Geld bekommen von irgendwelchen Sponsoren? Ja, oder? Ist doch klar. Das gibt's nicht. Das kann man wohl nicht vorstellen. Ich komm nicht vor. Mein Abwehr ist scheiße. bester Seifalls hier, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich bin dafür so scheiße. Tja, da fehlt's am Geld, sag ich einfach mal so. Da fehlt's wirklich am Geld. Würde ich an deiner Stelle mich mal beschweren, bei, wer ist der Sponsor? Wird's gar nicht. Schon Flying Emirates. Ja, würde ich mich mal beschweren, dass es am Geld fehlt. Weil, wie man weiß, Real Madrid spielen ja so schlechte Spieler. Da wird einfach mal ein 16-Jähriger für unendlich viele Millionen gekauft. Ey. Geht doch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ist doch lächerlich. Gareth Bale. Ja, Weltklasse ist auch was anderes, muss man dazu mal sagen. Wieso? Das war schon gut gemacht. Der passt auch ein bisschen. Das war wieder schlecht. Auch Kratzer mit letzter Kraft durchgekommen. Und da habe ich schon gesehen, dass es ein Tor wird. Das hat sich Bay so gut freigelaufen. Ja, da ist auch keiner in der Verteidigung. Viel zu haben. Nee. Muss ich auch mal anrufen. Bei Herr Atletico. Ey, das ist der Wahnsinn, wie schnell du mich vom Ball trinken kannst, gell, was ich mal gesagt haben. Das gibt's nicht. Fehlpässe over 9000. Oh! Mach mal wetten, ich krieg gleich eine gelbe, wenn ich ins Ausschieße. Mensch, Leute. Ey. Kann doch nicht wahr sein. Aber wie immer, wie das halt so ist, wünscht man sich das natürlich, dass ein Champions League Finale so spannend bleibt, mehr oder weniger. Man muss ja mal wirklich sagen, ja. Mein Koke erkennbar am Captain Band, das gibt's nicht. Überall ist der. Der ist in der Verteidigung, der ist im Sturm. Das ist einfach unnormal, wo der überall ist. Das gibt's nicht. Schieß doch, Mensch, Junge. Hat gerade gut noch geklärt. In aller last second. So. Das ist easy, meiner. Immerhin hat er nochmal zum Aus zum Halbzeit. Ich muss sagen, der Anschlusstreffer war wichtig. Das war ja. Bisschen 4. So sagen. Da, ey, das ist so lächerlich. Ja, weil du dich hier im Kreis tänzelst, da kann ich schon meinen Ball abnehmen. Naja, normalerweise muss man den auf der fußballerischen, wisst schon, Dings, Leistung, Höhe. Und nur den Safe tänzeln im Kreis. So ungefähr. Hey. Ja, wirklich unglaublich. Ey. War nix vorbeigespielt, sag ich mal. Sag ich einfach mal so. Zwei Torgelegt. Lauf der Hitzer! Uff. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Alter. Das gibt's doch nicht! Da hier wieder Koke, natürlich bester Spieler, den Angriff wunderbar eingeleitet. Und hier sehen wir mit der Nummer 21 den Spieler. Und Gabi kommt nochmal dran, hätte ich gedacht. Und Gabi schießt ein aufs fast freie Tor vor Pfosten. Hochtraurig eigentlich. Da wird man sich
auch denken, hätte Gabi den reingemacht, wäre es das fast schon, hätte es das fast schon gewesen sein können. Das stimmt. Da fliegt erstmal mein Spieler hin. Übrigens, habt ihr das eigentlich gesehen? Wir als professioneller Let's Play Kanal, ich meine natürlich Orakel Kanal, ich meine natürlich die Originalspiele zeigen, sind natürlich auch im Originalstadion mit dem Original Milano Final, Milano Finalball. Das ist halt immer ja. Muss man auch mal, ne? Da fragt man sich. Das ist das schlechteste Vorteil, den ich je erlebt habe. Das gibt's doch nicht. Man muss aber auch mal sagen, gerade über das Arbeit geleistet, mindestens 10 Sekunden recherchiert, wo das Finale ist. Und das richtige Stadion eingestellt. Oh. Das gibt's nicht. Oh. Oh, 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 nee, nicht am Ball vorbei aufstehen. Muss doch mal rangehen hier. Oh. Wollte schon sagen. Das war doch nichts. Wenn das nicht ultra gestört war. Das war mehr als vom. Gestört, aber geil, oder was? Nee, wahrscheinlich nicht. Da jetzt nehme ich auch mal ein paar Fragen, die jetzt abseits vom Thema sind. Liebe Zuschauer, ich bitte, dass ihr die Kommentarfunktion benutzt. Oh. Kann mir mal jemand erklären, warum man auf solche Partys geht, in denen irgendwelcher Techno spielt? Ich meine, das ist so lächerlich, gell? Ich drücke nicht mal auf Gretchen und der kommt faul, ist einfach nur lächerlich. Das ist eigentlich schon wieder Schiris gekauft oder was? Nee, aber die Frage, warum geht man denn bitte auf keine Techno-Partys? Oh Gott, ist das schlecht und ist das richtig schlechter Scheiß-Freistoß. Also Ronaldo, du bist so scheiße. Ohne Spaß, wie kann man denn sowas erleben, Sammy? Es war perfekte Höhe, perfekter Schussanlage. Was war das? Tja, das war CR7. Gar nichts kann der. Den sein Gehalt wurde gekürzt. Es war so eine Safe-Position für den Freistoß. Boah, das ist so traurig. Hätte ich jeden anderen nehmen sollen, nicht Luschen C Ronaldo 7 mit so einer hässlichen Scheißanlauf. Da kann man das unterrechnen. Ja, ja. Also man muss auch mal sagen, gell, wenn man CR7 ist. Muss man immer scheiß anlaufen, oder was? Muss man auch mal scheiß, wenn man schon ein scheiß Spieler ist, muss man mal scheiß anlaufen. Weißt du, da stehst du da wieder übelst zu Babbo und fällst rum, wenn der Haar, Portugal. Ich dachte, wenn der Haar bis so nicht sitzt. Ja, das außerdem. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh! War nix. Ja! Das ist so lächerlich. Ja! Ey. Wie kann man denn so scheiße viel Glück haben? Das ist ja unnormal. Das ist ja wie zur WM in Brasilien. Und da ist Glücksspiel unter freiem Himmel nicht erlaubt. Er ist auch glasklares Foul. Er hat doch sicher gesehen, dass er eigentlich eine Gelbe zücken wollte. Und natürlich, dass dann so ein grandioser Kopfball kommt auf die kurze Ecke. Nee. Dann wundert man sich, wo Portugal in der ersten Runde rausfliegt. Das wundere ich mich nicht. Naja, wenn Glücksspiel unter freiem Himmel verboten ist, passiert, kannst du halt nicht weiterkommen. Ja, bei so viel Glück von CR7 soll lächerlich. Oh! Weil, wie man weiß, Glück gab es ja in der WM gar nicht. Nee. Vor allem nicht für Holland auch. Oh. Vor allem nicht für Holland, vor allem nicht für Deutschland. Nee, fand ich nicht. Ich fand, das war alles fair. Alter. Also man muss ja sagen, wir sind ja eventuell auch schon das ein oder andere Jahr älter und haben vielleicht auch schon die ein oder andere WM, vielleicht EM gesehen. Aber die WM damals, das war ja wirklich absolut Kraus. Ja, was soll ich denn machen, wenn du hier vor mir wegrennst mit deinem hässlichen, wer ist das? CR7. Ja, mit dem hässlichen CR7. Nur doch keine gelbe geben, wenn die Pfeife ist. Ja, oh scheiße, meine Frisur. Bin ich so schön vorgerannt und dann, zack, ist der Haarlocke nach vorne gefallen. Ja, das ist nicht aufregend, ey. Man macht jetzt Freistoß. Genau. Nee, der ist besser kann als CR7. Oh, das hätte ich weiter in die Ecke gehen müssen. Hättest du auch mal weiter in die Ecke gehen müssen. Habe ich mich nicht getraut.
Hast du dich nicht getraut? Ich habe eher auf eine Ecke gehofft. Wisst ihr, wie es ist? Hast du eher auf eine Ecke gehofft? Jesus Gomez. Vor allem auch lächerlich. So auch alles regulär, wenn es sogar Gorko Markerhand sagt. Gorko Markerhand ist übrigens auch die größte Pfeife der Welt, ey. Das stimmt allerdings. Der sitzt bestimmt auch in seinem Keller mit seinen und Berlin-Wimpel. Und geht er zum Bild, sagt, oh, diese Sponsoren-Scheiße mit der Liga, das kann ich gar nicht verstehen. Damit kann gar nicht mein Union Berlin-Verein hochkommen. Aber Union Berlin, ey, das ist so, das ist wirklich, das ist skandalös. Das ist der Grund, warum Portugal in der WM ausgeschieden ist. Glücksspiel nämlich verboten, haben sie in Italien nämlich erlaubt. Und wegen so einer Scheiße gewinnt Real Madrid. Aber wieso, das war gut zurückgekommen. Das ist einfach so, guck doch mal wie viel. Das ist schon mal das erste Lächerliche. Dass der den so schlecht abprallen lässt, ist schon mal das zweite Lächerliche. Dass der da nicht hochspringt und die Ball aus der Luft fischt, ist schon mal das dritte Lächerliche. Nee, ich hätte doch schießen, der wusste nicht, ob ich schieße. Nee, das heißt, sieht man da nicht. Warte mal, der Ball fliegt über und ich hatte jetzt... Ja, der war gerade auf dem Boden. Ja. Das war schon... Das war schon echt das Traurigste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich hätte jetzt ja das noch... Also 88 Minuten. Das hätte ich ja niemals erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Na, bei solchen Pässen kannst du auch nicht gewinnen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne, wisst ihr, wie es mir in der ersten Hälfte ging? Ne, wisst ihr, wie es mir in der ersten Hälfte ging? Da haben sich wenigstens die Leute freigelaufen. Aber hier mit dem hässlichen TR7, der so unrechterweise viel zu viele Prozente hat. Ja, manuell, Alter, auch. Mann, lauf doch nicht da unten, wenn ich da oben drücke. Mensch. Ist da, bin ich erst der Rage über Christiane? Und ja, da muss er erstmal verletzt gecatcht werden, damit dass ich ja aus dem... Und damit ist das Finale gewonnen. Real Madrid hat offiziell die Champions League gewonnen nach einem 2-0 Rückstand. Bitte dislike das Video, wenn ihr findet, dass der Sieg ungerecht war. Du hast auf das Video 2000 Dislikes. Wahrscheinlich nicht deswegen. Das kannst du bei jedem Video sagen. Okay, das ist ja gesagt. Gut, ja. Dann sagen wir für euch Zuschauer, tschüss.